Irmi. Ja. Letzte Woche erhielt ich einen Anruf von Frau Irmi, die mich fragten, ob ich eine Taufpatin für ihr neues Boot werden wollte. Spontan und gerne sagte ich ja. Erst später, im Gespräch mit meinem Mann, mit meinem Bernd, habe ich dann erfahren und mir wurde bewusst, dass das zur Folge hat, dass ich dann heute nicht nur auf Kosten von Irmi und Klaus Sekt trinken kann, sondern tatsächlich auch noch eine Rede halten soll. Okay, ihr wisst alle, reden und schwafeln kann sie und versuche ich jetzt einfach mal. Ich werde allerdings versuchen, dieses Mal das Amt würdig zu erweisen und mich auch möglichst kurz halten. Worum geht es bei einer Bootstaufe? Bei dem Ritual der Bootstaufe ist es heute auch noch in erster Linie wichtig, Glück und Wohl über das Boot zu reden und seine Besatzung. Was passiert bei einer Bootstaufe? Zusammengefasst ist die Bootstaufe ein uralter Brauch, bei dem eine Flasche Sekt oder Champagner an den Schiffsrumpf geschlagen wird und mit dem Schiff und damit dann das Schiff seinen Namen bekommt. Das würde ich tatsächlich auch gerne so machen, aber Klaus holte mich relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Das wollen Sie nicht. Sie möchten gern ein Taufverfahren, bei dem das Boot nicht unnötig Schaden nimmt und am besten Fall auch nicht gleich versinkt. Okay, also muss ich das ein bisschen moderater machen. Klaus und Irmi wünschten sich ein bisschen, ich zitiere, ein bisschen Sekt über den Bug gießen, das würde uns schon reichen. Warum ist der Name eines Bootes so wichtig? Der Name eines Bootes hilft in erster Linie, die Boote zu unterscheiden. Daneben hat die Schiffstaufe eine tiefere, fast mystische Bedeutung. Im Boot wird nämlich sozusagen eine Seele angetaucht. In unserem Fall soll ein Patenboot ab heute den Namen Solveig tragen. Wie schön und passend für dieses wundervolle Boot, denn der Name kommt wie auch in 1928 selbst aus dem Nordischen und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal Sol für Sonne und Veig für Kraft. Den Solveig soll ab jetzt der Sonne entgegenfahren und den Gezeiten mit Kraft trotzen. Und damit es Solveig nicht das gleiche Schicksal ereilt wie die Titanic, die im Übrigen nie getauft wurde, stehen wir heute hier. Solveig soll nicht gegen einen Eisberg fahren und soll auch nicht untergehen. So, nun fragen sich viele, warum haben Klaus und Irmi denn gerade Martina gefragt? Diese Frage kann man ganz schnell beantworten. Martina ist eine Frau. Denn merke auf, Männer bringen Unglück übers Boot, wenn sie es taufen. Da lasse ich mal eben eine kleine Kunstpause, könnt ihr mal drüber nachdenken, ne? Von wegen Frauen, Unglück an Bord und so. Aber am wichtigsten, Martina ist Jungfrau. So, jetzt habe ich hier irgendwelche Lacher am Steg. Ich bin im Sternzeichen Jungfrau. Und eine Jungfrau bringt Glück und Segen über einen Boot. Und nun stehe ich hier und glaube, ich sollte langsam zum Ende kommen. Moment. Lieber Klaus, liebe Irmi, ich wünsche euch mit eurem wundervollen Boot viele schöne Ausfahrten, lange Urlaubsreisen, schöne Begebenheiten, immer Glück in den Schleusen, viele lustige Weinabende, einen freien Steg jederzeit, und nette Bekanntschaften. Ergo, die Erholung pur. So, und jetzt brauche ich meine Flasche Sekt. Ja, Klaus. Ich konnte knallen lassen, aber so, dass ich halt den Korken wiederfinde. Wartet. Ich stelle mich da mal einfach eben drauf. Ich breite mal was vor, ne? Ja, so in die Richtung. Aber war das nicht eine tolle Rede, das da? Ja. Nicht so schütteln. Doch, nimm dir die Kamera weg, Schatz. Nein. Du sollst Natur kochen, ist alles gut. Ist das schön? Jawohl! So, jetzt freue ich mich ein. Ich taufe dich.
auf den Namen Solveig und wünsche dir jederzeit eine Breitweite Wasser unterm Kiel und eine Breitweite Luft überm Dach. Fertig! Vielen Dank! Hallo. Und dann sag ich noch was dazu. Während Martina und ich schon mal eben wir haben das Buch auch Solveig genannt, weil Klaus und ich die Musik von Grieg und dieses Lied, Solveigs Lied, mochten wir beide immer sehr, 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 sehr gerne. Hör ich auch immer gerne. Und da alle ja quasi immer im Verein schon erwarten, dass Klaus seine Quetschkommode irgendwie doch nochmal wieder auspackt, er wollte schon nicht mitnehmen. Ja, jetzt mal los, ne? Oder hast du den Weg, auf die Vollweise.